Heute ist Tag 2 in Rio de Janeiro. Wir befinden uns hier am Zuckerhut. Und hinter mir ist auch nochmal so eine Art Kletterstation. Unsere Freundin Alessandra, die hier läuft und sie angeführt. Und da sind wir ganz froh drüber, weil die ganzen Busse und Bahnen, da kommen wir noch gar nicht klar damit. Step 4 von 5 und Anja schnief, weil die ist es nicht gewöhnt, Sport zu machen. So wie die Frau, die jetzt hier vorbeikommt. Good job! How many times do you go up and down? Once a day. What? Wow. Once a day every day! Okay! Das ist cool. Habt ihr das gehört? Die geht jeden Tag einmal hier hoch. Also läuft hoch und rennt runter. Ein Kilometer hoch und ein Kilometer runter jeden Tag. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt, aber dieser Shop hier, der hat mal nur Flipflops. Also die verkaufen nur Flipflops. Keine irgendwelche anderen Sachen, die verkaufen nur sogenannte Hawaiianas, brasilianische Superflipflops. Wir befinden uns auf dem Mura de Oca, dem Vorberg von dem Zuckerhut. Zuckerhut wird übrigens genannt Pau de Azúcar. Pau de Azúcar, irgendwie so. Auf jeden Fall der Zuckerhut hier hinter mir. Und dahinter das Stück, das gehört gar nicht mehr zu Rio de Janeiro, das heißt Niterói. Und hier direkt hinter mir ist dieser nationale Airport, der nationale Flughafen, Strände und dann hier noch ein Hafen. Ach ja, und wir wollten jetzt gerade rüberfahren. Seilbahn, aber zwischen 12 und 1 aber hier sind wir am Ticketschalter, da machen die gerade Pause, können uns also kein Ticket verkaufen. Somit müssen wir in den sauren Apfel beißen, hier noch ein bisschen rum zu chillen in der Sonne beim vielleicht jetzt, schätze ich mal, 25 Grad. Lässt sich gerade so aushalten und ist auch schon Zeit, dass es eins jetzt. Also es dauert nicht mehr lange und dann gehen wir auch darüber. Sachen zu sehen, zum Beispiel den Strand hier oder diesen Horizont. Aber wir haben Affen gesehen und deshalb haben wir jetzt erstmal Affenfotos gemacht. Now it's time to say goodbye to our best Brazilian friend, Ale. Hi. Ale, say nice to meet you. And nice to meet you too. We hope we will meet again, maybe in Sao Paulo, yes. Or maybe Germany. It's more difficult. Sao Paulo is near. São Paulo.
Mexico. Okay. Maybe. Well, so goodbye. Übrigens ist sonntags dieser Copacabana Beach oder die Straße, die am Copacabana Beach entlang führt, also diese hier, für Autos komplett gesperrt. Das sind ja zwei Seiten, einmal hier rechts und einmal hier links. Und die rechte Seite direkt am Strand ist immer komplett gesperrt, sodass die Leute hier Skateboard fahren können, auf der Straße rumsitzen können oder rumlaufen, spazieren gehen können. Und ich finde das eine coole Sache. Das macht die ganze Geschichte nochmal ein bisschen gemütlicher am Sonntag, hier vielleicht was mit Kindern, mit der Familie zu machen. Und hier ist auch extrem was los.